Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und ich hoffe, es fängt jetzt immer stärker an zu regnen. Mein Laptop wird schon nass. Dass ich noch eine Frage beantworten kann, sie kommt von Andi und Andi möchte wissen: Hallo MK-Team, wir haben dieses Jahr durch zwei Tosai vom uns Ichthyo in den Teich geholt. Nun bin ich dabei, mit Salz zu behandeln. Ich höre nun aber von vielen Seiten, dass Salz bei Ichthyo überhaupt nicht hilft. Richtig. Ich würde gerne deine Meinung zu Salz und Ichthyo hören, lesen. Hilft nicht, also du brauchst meines Erachtens irgendein malachitgrünhaltiges Präparat, um eine gute Wirkung zu erzielen. Zudem haben wir auch das Problem, dass auch nach 5 Tagen der Nitritwert von 0,4 nicht runtergeht. Bei Frau Dr. Lechleiter habe ich gelesen, dass die nitrifizierenden Bakterien mutieren müssen, um mit Salz klarzukommen. Gruß, Andi. Ja, Andi, ob die jetzt mutieren müssen oder nicht, das weiß ich nicht. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass sehr junge Biofilter, wo noch keine richtig stabile Biologie haben, dass die häufig auf Salz etwas sensibel reagieren. Also da kann es dann tatsächlich passieren, wenn man vorher bereits gute Werte hatte von im Tagesverlauf maximal 0,2, dass die dann vielleicht auf 0,3 oder auch wie bei dir auf 0,4 ansteigen werden. Hat aber nicht den ganz großen Schaden zur Folge, weil das Salz verhindert, dass das Nitrit in den Blutkreislauf eindringen kann, weil an den Kiemenstellen, wo das Nitrit eindringen kann, setzen sich dann die Chloridionen vom Salz und dadurch findet da eine Blockade statt. Und das funktioniert erstaunlich gut und das funktioniert vor allem erstaunlich gut bei relativ hohen Nitritwerten und relativ wenig Salz. Also du brauchst da keine 0,5%, um beispielsweise 0,4% Nitrit vom Krankheitswert erstmal mehr oder weniger unschädlich zu machen. Sind die Biofilter alt? Und das kennen wir aus unserer Anlage zu gut. Wir haben Biofilter, die wirklich immer wieder richtig gefordert werden und die jetzt auch schon viele, viele Jahre alt sind. Da kann ich sagen, und Marc nickt gerade im Hintergrund schon, wenn wir da aufsalzen auf 0,5, 0,6% und dann 2 Tage später weiterfüttern, dann steigt das Nitrit erstmal überhaupt nicht. Zumindest für uns mit den Möglichkeiten, wie wir gerade noch messen, erstmal nicht messbar. Das kann sein, dass es in der letzten Nachkommastelle dann statt 0,5 bei 0,6 oder 0,7 liegt. Aber in einem Bereich, wo man nicht sagen kann, für die Fische wird es irgendwie schädlicher. Meine Erfahrung zeigt, junge Anlagen, maximal 1 Jahr alt, hochsensibel auf Salz, zwischen dem ersten und dritten Jahr bedingt sensibel und nach dem dritten Jahr, wenn es sich um eine Anlage handelt, wo auch täglich, ich sage mal jetzt pro Kubikmeter Wasser, keine Ahnung, 30 Gramm, 50 Gramm reinfliegen, sagen wir 50 Gramm, dann ist es eigentlich so, dass ich eine Biologie habe, die auf Salz völlig unsensibel reagiert und so ist es hier in Japan auch. Aber, um deine Eingangsfrage nochmal zu beantworten, Aufsalzen bei Ichthyo bringt meines Erachtens nichts. Und ich weiß auch nicht, ob es jemals was gebracht hat. Ich weiß, früher war es bei der Kostia so, ganz als ich angefangen habe, da hat man auf 0,5 aufgesalzen, hat man die größte Kostia-Ablage losgekriegt. Mittlerweile weiß man, dass Kostia sich eigentlich unter Zugegensein von Salz noch sehr viel besser auf den Fisch vermehrt als ohne Salz. Also, die haben das Salz für sich entdeckt, die Ichthyo noch nicht, aber du solltest jetzt gucken, dass du dein Salzgehalt wieder in einen Bereich bekommst, wo die Behandlung mit einem malachitgrünhaltigen Präparat möglich ist. Vielen Dank für deine Frage. Mach's gut, Andi, und viel Erfolg bei der Ichthyo-Behandlung. Ciao.